In der Welt der populären Unterhaltung werden die Liebesgeschichten und das Privatleben von Künstlern oft zu interessanten Themen für Fans. Eine der neuesten Geschichten, die für Aufsehen gesorgt hat, handelt von der Hochzeit und Gerüchten über die Schwangerschaft von Beatrice Egli sowie Gerüchten über ihr Eheleben mit Florian Silbereisen, einem berühmten Künstler. Andere Namen in der deutschen Unterhaltungsindustrie. Florian Silbereisen, berühmter Sänger, Schauspieler und Moderator, ist in europäischen Unterhaltungskreisen zu einer Ikone geworden. Er hat im Laufe seiner langen Karriere viel Erfolg und Ruhm erlangt. Mittlerweile ist auch Beatrice Egli, Sängerin, Songwriterin und Gewinnerin des berühmten Musikwettbewerbs Deutschland sucht den Superstar, DSDS, eine hervorragende, vom Publikum geliebte Künstlerin. Letzten Monat schockierte dieses Künstlerpaar alle, als es seine Hochzeit bekannt gab. Diese Nachricht erfreute nicht nur ihre Fans, sondern löste auch eine Welle der Überraschung in den Medien und der Online-Community aus. Es wird erwartet, dass die Hochzeit ein großes und mit Spannung erwartetes Ereignis wird, da es sich um ein berühmtes Paar der deutschen Musikindustrie handelt. Fans von Florian Silbereisen und Beatrice Egli warten sehnsüchtig auf die Hochzeit dieser Unterhaltungsikone, und ihre Hochzeit wird voraussichtlich eines der größten Ereignisse des Jahres sein. Details der Hochzeit werden geheim gehalten, doch Bilder in sozialen Netzwerken und Medienberichte haben für große Vorfreude gesorgt. Nicht nur die Hochzeitsnachrichten sorgten für Schlagzeilen, es gab auch Gerüchte über eine Schwangerschaft von Beatrice Egli. Wenn dieses Gerücht wahr ist, wäre das eine unglaublich erfreuliche Nachricht für das Paar und seine Familie. Viele Fans freuen sich auf das Eintauchen in Familienglück und ein neues Leben. Das Eheleben in der Unterhaltungsindustrie rückt oft in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben mit ihrer Kombination aus Talent und persönlichem Charme ein Paar geschaffen, das von vielen bewundert wurde. Der Konsens und die Liebe zwischen ihnen zeichnen diese besondere Beziehung aus. Bei aller Aufmerksamkeit auf ihre Hochzeits- und Schwangerschaftsgerüchte erleben Florian Silbereisen und Beatrice Egli aufregende und bedeutungsvolle Momente in ihrem Privatleben. Die Kombination aus einer erfolgreichen Karriere und einer glücklichen Familie kann Herausforderungen mit sich bringen, aber auch das Leben bereichern und unvergesslich machen. Nicht nur Fans, sondern auch die breite Öffentlichkeit verfolgt aufmerksam alle Entwicklungen im Leben von Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Sie sind Symbole für Erfolg und Liebe, und ihre bevorstehende Hochzeit und die angebliche Schwangerschaft sind erwartete Ereignisse, die ein glückliches und hoffnungsvolles Bild für ihre Zukunft zeichnen. In einer Zeit, in der das Privatleben von Prominenten immer wieder im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, durchleben Florian Silbereisen und Beatrice Egli besondere Zeiten und laden ihre Fans dazu ein, sie auf ihrer Reise zu begleiten. Peu de gens le savent sans doute, mais Michael London est père de 9 enfants issus de 3 femmes différentes. Et oui, au cours de sa vie, l'acteur de La Petite Maison à la Prairie s'est marié 3 fois. Malheureusement, ses mariages ont tous échoué. Pour rappel, c'était en 1956 que la star du cinéma a demandé la main de sa première femme, Dodie Fraser. Mais après quelques années de relations, ils ont fini par se séparer. Après leur rupture, le comédien a alors retrouvé l'amour dans les bras de Lynn Noé. Et c'est aux côtés de celle-ci qu'il a subi une vasectomie inversée. Seulement voilà, comme son premier mariage, celui-ci a aussi été soldé par un divorce. Ce n'est qu'après que Michael London a croisé le chemin de sa troisième épouse, Cindy Clerico. La femme qui a marqué la vie de l'acteur américain à tel point que leur séparation l'a beaucoup bouleversé. J'aurais fait n'importe quoi pour que cette relation continue. Ce n'est pas seulement difficile pour la femme, c'est douloureux pour le mari aussi. Confiait-il un jour. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Michael London n'avait pas beaucoup de chance en amour. Malgré l'échec de ses 3 mariages, il est tout de même resté un très bon père au cours de sa vie.
Au cours de ses trois mariages, Michael London a eu 9 enfants, dont 6 d'entre eux biologiques, tandis que 3 ont été adoptés. Le premier que l'acteur de Bonanza a accueilli est Mark. Il était le fils de sa première femme, Dodie Fraser, issue de son précédent mariage. Mark était en effet le premier enfant que Michael a adopté, et celui-ci a suivi ses traces en devenant lui aussi acteur. Ensuite, il y a eu Jason et Josh. Le premier a été adopté par la star de cinéma, mais n'a pas été officiellement adopté par Dodie pour des raisons inconnues, tandis que le dernier a été adopté en même temps que Mark en 1960. Bien que ces trois hommes n'aient pas de lien apparenté avec Michael London, ils l'avaient toujours considéré comme ses propres enfants. D'ailleurs, il les traitait bien et a aussi promis d'être leur père jusqu'à ce que la mort les sépare. Notons que dans une interview,